Udo Jürgens Story. Sein Leben, seine Liebe, seine Musik. Sie sind ein großer Udo Jürgens Fan und würden sich wünschen, den Künstler noch einmal auf der Bühne zu sehen. Dass das nicht möglich ist, ist klar. Aber was das Trio Gabriela Benesch, Alex Parker und Regisseur Erich Fuhrer seit hunderten Vorstellungen im deutschsprachigen Raum auf die Bühne zaubern, kommt dem sehr nahe. Die größten Hits und schönsten Geschichten einer Musiklegende, gesungen am Klavier, begleitet wird der Abend von Alexander Parker. Erzählerisch durch den Abend für Theater- und Filmschauspielerin Gabriela Benesch. Also die Idee hatte der Erich und dann dauerte es ein wenig, bis die Idee gewachsen ist. Und dann habe ich sie irgendwann aufgegriffen, da ich der dramaturgische Part in unserem Team bin und habe begonnen zu recherchieren und habe Songs ausgewählt, habe Texte ausgewählt, habe unheimlich viel gelesen, habe sehr viele Interviews angesehen von Udo und habe mich dann entschieden für einen Bogen. Der Udo-Jürgens-Story, der beginnt in seiner Kindheit, als er mit 12 Jahren das erste Mal in Klagenfurt im Konzerthaus gesessen ist mit seiner Familie, seinem Bruder und festgestellt hat, er möchte komponieren. Komponieren ist eigentlich ganz einfach, denke ich. Und freue mich über die perlenden Klänge, die aus meiner Seele entstehen. Ich spiele und spiele und vergesse Raum und Zeit um mich, als ich plötzlich eine Hand auf meiner Schulter fühle. Ich weiß nicht, wie lange mein Vater schon zugehört hat. Jung! Ja, aber das ist ja wunderschön. Ja, das kenne ich gar nicht. Ja, Papa, das kannst du auch gar nicht kennen. Das habe ich gerade erst komponiert. Und der Bogen wird dann gespannt über die Jugend bis zu seiner ersten Liebe, sein Erlebnis in Amerika, als er nach Amerika gereist ist, sehr viel Jazzmusik gemacht hat, was man gar nicht so weiß, was nicht so wirklich bekannt ist. Und dann seine Begegnung mit Chet Baker, dann seine ersten Erfahrungen, seine Begegnung mit Sammy Davis Jr. Und so geht es weiter. Die ganze Arbeit gemeinsam mit Herrn Kunze, die Textarbeit, auch die Zeit, wo er selber versucht hat zu texten und komponiert hat. Und bis ins hohe Alter, wo er reflektiert über seine Familie, über seine Beziehung zu den Kindern und vor allem, was mir persönlich sehr besonders gut gefällt, er reflektiert über das Alter und er fragt sich, wie kann ich älter werden, wie stelle ich das an, ohne mich an einem peinlichen Festklammern, an einer längst vergangenen Jugend zu erfreuen, sondern wie kann ich in Würde älter werden. Und er kommt zu dem Entschluss, einfach seinen Weg weiterzugehen. Für mich persönlich ist Udo Jürgens ein Friedensbotschafter und ich finde, er hat sich immer voller Einsatz gegen Krieg und gegen Waffengewalt, gegen Gier, gegen Neid eingesetzt und immer für die Liebe gekämpft. Und ich glaube, das spürt man in seinen vielen wunderbaren Liedern. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er eine so große weltweite Fangemeinde hat. Was Gabriela Benesch unter der Regie und musikalischen Leitung von Erich Fuhrer auf die Bühne bringt, ist berührend, erfrischend und einzigartig schön. Gemeinsam mit Sänger Alex Parker schickt der Regisseur das Publikum auf eine Zeitreise, beginnend in seiner Kindheit bis ins hohe Alter. Dabei gelingt es meisterhaft und eindrucksvoll zu Ehren des großen Künstlers, die Erwartungen der Udo-Jürgens-Fans weit zu übertreffen. Damals mit dir rocken, ließ die Musicbox erglühen, du warst die Boogie Queen. Meine Funktion ist Regie, dramaturgische Mitarbeit und ich habe auch die gesamte am Abend die künstlerische Leitung, sagen wir mal künstlerischer Support und Abendregie nennen wir es, klingt irgendwie toll. Und ja, also ich schaue, dass das Licht richtig flutscht und die Töne gut klingen. Da ist zwar der Tontechnik, aber ich sage dann trotzdem noch ein bisschen mehr von dem, gibt die Einsätze. Also ich bin quasi der dritte Mitspieler. Die beiden sind unglaubliche Vollprofis. Also wir haben ja ganz viele Konzerte jetzt gehabt, schon im Gesamten über 200 und dann über knapp 100 hatten wir am Stück und 5 Shows in der Woche. Und also die beiden, die ziehen das durch, weil das ist ja doch ein schwieriger Abend. Also du musst, das sind wie 2 Solos nebeneinander und da die Stimmung zu halten, die Leute mitzunehmen, die Spannung aufzubauen und dann auch wieder Party zu machen, jetzt dann im zweiten Teil und so weiter. Also das können wirklich nur sehr gute Leute. Von daher ist es mir wurscht, ob es meine Frau ist oder nicht. Hauptsache es funktioniert. Alex Parker singt mit viel Einfühlungsvermögen Udo Jürgens größte Hits, als stünde der unvergessliche Weltstar selbst auf der Bühne. Umrahmt mit spannenden und humorvollen Anekdoten aus den persönlichen Aufzeichnungen des großen Entertainers. Udo Jürgens Fans kommen nicht nur auf ihre Kosten, sie werden begeistert sein.
fast 2 Stunden, wird man auf eine unglaubliche Zeitreise entführt, voller Emotionen und die größten Hits. Mimosen wie ein Lächeln von dir, es blühen Herbstzeitlosen, sagen tröstend zu mir, was macht es schon, wenn ich einmal verliere? Ja, ich komme aus Niedersachsen, bin also heute auch extra eingeflogen wieder von Hannover und habe angefangen mit 4 Jahren. Da habe ich musikalische Früherziehung an der örtlichen Musikschule bekommen. Meine Eltern haben mich da quasi hingeschickt und da wurde dann eben ja, festgestellt, da gibt es ein musikalisches Talent. Dann haben sie mir ein Klavier gekauft, dann habe ich Klavierunterricht bekommen bis zum Abitur und habe dann ja auch angefangen nebenbei, neben der ernsten Musik, die natürlich immer die Grundlage ist, die Klassik, habe ich dann auch angefangen, mich für die Unterhaltungsmusik zu interessieren und habe dann angefangen, tatsächlich Udo Jürgens auch nachzusingen, schon sehr früh. Also wir flachsen manchmal, also so, wenn ich mit dem Stock gehe irgendwann, dann vielleicht hören wir dann auf, aber ansonsten machen wir so lange weiter, wie das Publikum uns möchte. Aus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Leidenschaft und Poesie zeichnen den Musiker und Komponisten Udo Jürgens aus. Rund 1000 Lieder hat Udo Jürgens komponiert. Er schrieb Welthits für Shirley Bassey, Sammy Davis Jr., Bing Crosby, hatte Nummer 1 Hit in Frankreich und Japan und verkaufte mehr als 100 Millionen Tonträgern. Auf seinen frenetisch gefeierten Konzerttourneen hat er Millionen von Fans unvergessliche Arbeiten beschert. Geblieben sind neben diesen Erinnerungen all seine wundervollen Kompositionen. Heute, Udo Jürgens Story, wie sind Sie zufrieden? Ihr seid zufrieden. Ich habe Sie nämlich zufällig kennengelernt im Zentralfriedhof. Beim Konzert von ihm im Zentralfriedhof, an der Spitze. Okay. Was gefällt Ihnen besonders gut an der Show? Dass du, wenn du dich die Augen zumachst, glaubst, Udo Jürgens singt wirklich. Waren Sie schon immer Udo Jürgens Fan? Ja, eigentlich schon. Lieblingslieder? Nein, griechischer Wein, 66 Jahre, leider bin ich schon so alt bald. Genau die Lieder. Sehr zufrieden, es gefällt uns. Die Musik ist einwandfrei, ich kann nicht sagen, phänomenal. Cool.